Dahinter? Naja, Ist dahinter, nix. alter Trick dahinter, aber in dem Fall ist nichts dahinter. Da steckt nichts dahinter. Hallo meine Freunde des Bodens, der Lava ist und willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars die komplette Saga mit dem wundervollen Len16. Und dem Drabo. Das bin ich. Ich bin zwar nicht wundervoll, aber ich bin auch nicht voll, ich bin einfach dabei. Ich bin Drabo und ich bin auch mit dabei oder so. Weißt du, was gerade passiert ist? Nein, außer also Tomaten. Ja, ich habe meine letzte Snack-Tomate gegessen. Oh nein, ich habe heute auch meine letzte Snack-Tomate gegessen. Nein. Das Leben besteht nun mal nicht nur aus Snack-Tomaten und der Kanzler ist in Gefahr. Von daher haben wir eine neue Mission in Kapitel 2. Vergesst nicht, wieder einen Daumen nach oben zu gehen und unsere Kanäle zu abonnieren. Viel Spaß, los geht's. Was machen wir diesmal wieder? Abwechselnd oder? Ich fand das Murmeln eigentlich ziemlich witzig, aber das kann ich jedes Mal machen. Hau raus, fang an, ich okay. Mach mit. Episode 2. 3. Die Rache der Jedi? Kapitel 2. Kanzler in Gefahr. Hoch über dem Planeten Coruscant. Liefern sich die Separatisten? Mhm, da kommt noch ein Wort. Eine? Heftige Raumschlacht mit den Truppen der Republik. Auf dem Flaggschiff der Separatisten halten Count Dooku und General Grievous, Kanzler Palpatine gefangen. Nach ihrer Landung im Haupthangar des Schiffs stehen Obi Wan Kenobi und Anakin Skywalker. Eine Übermacht feindlicher Druiden. Gegenüber. Immer eine Zeile, das war neu. Ja, ich dachte, du machst immer vier Wörter, deswegen. Nee, ich habe immer. Wir haben die Punkte vergessen. Wir haben die Punkte vergessen. Punkt. So, unsere Bruchlandung haben wir dafür nicht vergessen, aber Regie hat dran gedacht. Wunderbar. Das Level war wieder ein bisschen länger. Was würden wir machen, unsere Regie? Ja. Ja. Das Level war ein bisschen länger, da muss man durch das ganze Schiff durch. Also im Vergleich zum ersten Level, das Fluglevel war ja wirklich richtig, richtig kurz. Aber dafür war es cool. Ich bin Anakin Skywalker. Ja, das auch. Alexander das auch. Hamilton. Oh nein, bitte nicht wieder der Ohrwurm. Also von dem. Ach, ich wusste gar nicht, dass du es auch gesehen hast, das Musical, das Hamilton Musical. Ja, ich weiß, da habe ich es auch gesehen. Achso, du hast den Anfang angeschaut. Ah, okay, ja, das ist Alexander Hamilton, das bleibt in Erinnerung. Alexander Hamilton. Habt ihr es gesehen? Schreibt in die Kommentare. Also ich muss ja sagen, ich fand es ganz cool eigentlich, das Hamilton Musical. Aber ich muss auch sagen, also so von der Musik her fand ich es cool gemacht und so, also auch wenn der Musikstil jetzt nicht so meiner ist und ich muss sagen, diese Gründerväter und diese Sachen von den USA und so ist jetzt auch nicht so, was mich jetzt so in dem Musical interessiert, muss ich sagen. Ja. Also ich finde an sich ist es sehr cool als Musical gemacht, nur es ist einfach so vom Genre so irgendwie nicht meins, also sowohl musikalisch als auch geschichtlich. Hast du und mit so. Untertiteln geschaut? Ich habe mit Untertiteln geschaut, der Englisch mit okay, Untertiteln. Okay, sollte ich vielleicht auch machen. Achso, irgendwann habe ich mir gedacht, nee, also da muss ich mal wirklich wach sein, um mir das gescheit anzuschauen. Ja, ich habe es auch so angefangen anzuschauen, wo ich relativ müde war. Und das ist ja, also sie rappen ja so ein bisschen auch eigentlich schon, muss man sagen, auf Englisch. Und das relativ schnell und das halt auch wirklich cool. Also gute Texte, schnell? Richtig gute Texte. Ja, klar. Also das schnell, ist, rhythmisch. Ja. Also es ist so. Musical. Musical, aber ja, ich finde, das ist so ein bisschen so Eminem-Style, so ein bisschen das Gerappe, so. Also das sind halt wirklich coole Texte, also das stimmt, so, dass es passt, also dass es wirklich gut anhört, genau. Aber es ist halt unglaublich anstrengend zum Zuhören auch. Und wie gesagt, also es ist eine Empfehlung, mal anzuschauen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich würde es so empfehlen, ohne irgendwie hinter, also so, weiß nicht, so komplett. Also ich fand's nicht perfekt. Also es war aber sehenswert, muss man sagen. Also schaut es euch mal an. Mögt ihr allgemein Musicals? Also ich ja eigentlich schon, muss ich sagen. Ich habe zwar noch nie ein Musical live gesehen, das steht noch irgendwann an, aber... Was? Nee, ich habe tatsächlich noch nie eins gesehen. Ich habe irgendeine, von der Schule aus, irgendeine neue Inszenierung von Romeo und Julia. Oh, okay. Als Musical gesehen im... Lass mich raten, Prinz Regenten. Im Zelt so, draußen im Zelt. Beim Allianz Arena. Ah, Deutsches Theater heißt das, glaube ich, oder? Deutsches Theater. Ja, das Deutsche Theater. Nee, habe ich tatsächlich noch nie Musical tatsächlich noch nie gesehen. Aber so, also ich finde auch immer, wenn irgendwelche Serien oder so irgendwelche Musical-Folgen haben, finde ich das zum Beispiel auch immer total cool. Also zum Beispiel die Musical-Folge von Scrubs, ich glaube, die ist ja legendär auf jeden Fall. Between two guys. Ja, nee, das fast. Nee, ist perfekt. Fast, also ich. Ich schmelze vor. Du schmelzt, ja. Ich sag jetzt nichts dazu. Ich sag einfach nichts. Du bist zum Schmelzen. Machen wir den Olaf-Witz wenigstens. Der passt auch. Oder für dich würde ich schmelzen oder irgend sowas, sagt er. Oh.
Nee, für meine Freunde würde ich schmerzen. Ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber sowas in die Richtung. Some people are worth melting for. Warte mal, ist das nicht das Ding, was nach vorne fährt, dieses Schreckliche, wo ich 10-mal gestorben bin, immer runtergefallen bin? Ist das die Szene? Nee, die kommt ein bisschen später. Nee, die kommt ein bisschen später, aber die ist auch hier drinne. Oh. Sind wir nicht im Aufzugsschacht im Schrägen? Ja, das kommt noch alles. Das kommt noch alles. Nee, okay. Das ist zwar auch ziemlich schräg hier, aber das kommt dann noch. Erstmal müssen wir nach oben gehen, um da überhaupt hinzukommen. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind auf dem richtigen Weg. Genau. Auf die Münzen, fertig, los. Ach, und auch ein Musical, was ich geguckt habe. Book of Mormon. Okay. Sagt mir gar nichts. Das Buch. Ich habe das Buch von Boba Fett geschaut. Ich habe das Buch von Boba Fett geschaut. Spoiler, es hat keine Musical-Folge. Enttäuschend. Ja, wir können auch noch nach hinten gehen, da müssen wir eh weitergehen. Ich glaube hier auf der Seite anscheinend nicht, aber auf der anderen Seite, glaube ich, gab es gerade eben noch was, wo ich nochmal gerade hinschauen wollte. Da war noch ein Bonusraum. Ich will nochmal gucken, was da für ein Bonusraum ist. An den renne ich mich nicht mehr. Wahrscheinlich fehlen uns da eh wieder irgendwie Fähigkeiten, irgendwie Skills oder so, aber... Ah, doch, das können wir, glaube ich, sogar machen hier. Schauen wir mal, was da rauskommt. Oh! Oh! Dahinter? Naja, dahinter, alter Trick dahinter, aber in dem Fall ist nichts dahinter. Da steckt nichts dahinter. Das ist echt faszinierend. Es hört halt nicht auf, weißt du? Es ist nicht so, dass du mal sagst, okay, mal eine Folge, keine Wortspielereien oder so. Es ist einfach dauernd so. Aber das eine Folge, keine Wortspielereien. Also ich würde es hinkriegen, so ist das. Also schaffen würde ich es, aber bei den Star Wars Projekten ist das gerade, das ist immer, wenn ich so richtig gute Laune habe oder so, dann ist das immer, so, dann kommt das von alleine, dann kann ich da immer gar nicht mit aufhören, das ist schlimm. Ich habe hier tatsächlich Spaß, das ist verdammt. Ich gehe jetzt auf. Du bist sterben vor allem hier gerade, du bist sterben gegangen. So, guck mal ganz nach vorne, ob da noch was war. Nee, da sind wir hergekommen und da ist nichts mehr an der Wand, okay. Na, ja, man muss ja mal. Ah, doch, ein paar hundert, da war noch da. Ich bin hier schon da. Oh, hier ist Minikit. Das nehmen wir dafür mal mit. Ich weiß nicht, ob wir weiter mit. Ach nee, wir mussten irgendwas sprengen, irgendwas da. Ja. Da war was. Dann hat es Boom gemacht. Und es hat Boom gemacht. Jetzt hat es Boom gemacht. Ja. Oh ja. Deckung ist nicht notwendig. Ich weiß, was ich tue. Ab jetzt geht's aufwärts. Oh nein, hier kommt man so oft runterfallen. Oh, ich hasse das. Ich hab das gehasst. Hier ist gefährlich. Hier kann man runterfallen. Hier kann man aber auch Minikits sich holen. Ups. Mal hier hoch. Vorsichtig hier nach drauf. Komm mal mit hoch. Nicht, dass ich dich mit in den Abgrund ziehe hier. Aber hier scheint... Nee, hier ist nichts mehr. Okay, nee, dann können wir runter. Dann kommen wir auf der anderen Seite runter. Aber nicht ganz runter möglich. Hier war noch... Ja, ich glaube, da war nix. Ne, ich glaube, die Dinger sind hier nur so Alibi-mäßig hier. Nicht Ali G, sondern Alibi. Wenn die Kinder von heute noch Ali G kennen. Ja, ich hatte mit Ali G schon nichts mehr zu tun gehabt eigentlich damals. Also selbst an mir ist das schon so vorbeigegangen. Ja. Du warst schon Borat. Ich kenne Sacha Baron Cohen tatsächlich daher. So, oh, da oben ist auch noch ein Minikit, aber das, kommen wir da... Wie kommt denn der da hoch? Warte mal, doch, der kommt dann da hoch. Ich hab grad den Fluss angemacht. Das ist Den Airflow. Ups. Was tust du? Ich bin aus Versehen in den Airflow gekommen. Ja, do it. You can do it. Verkack's nicht, du hast noch 2 Leben. Sehr gut. Nö, ich hab keine Sicht verloren. Ah, ist gut gemacht. Das ist auch das Wunderschön. Oh Mann, das Modell vom Kanzler ist einfach so hart. Oh yeah. Count Dooku. Da gab es ja irgendwas Lustiges in dem Raum noch, aber in den Raum kommen wir danach auch noch. Das Level war nicht zu Ende, nachdem man gegen Dooku gekämpft hat. Das Level ging, glaube ich, noch weiter. Ey, der kann ja kämpfen. Mich haben die Druiden gekillt. Die können offensichtlich auch kämpfen. Oh nee, der konnte die Blitze machen. Oh, die Blitze waren fies. Hau ihn. Tu ihm weh, hat mir weh getan, Len. Ich hab ihn berührt. Oh, okay. Nein. Oh, das hättest du machen müssen, wenn er daneben steht. Ach so. Len war schon wieder sehr berührend. Naja, wir kriegen den auch so. Easy. Wir kriegen den auch so, ja. Hau mal weg hier. Weg damit den Schmutz hier. Hau weg mal. So, hier mal ein bisschen geblockt und so. Len kümmert sich derweil um den Rest, während ich hier weiter blocke. Nee, ich mache hier Schaden, ja. Umgehauen habe ich ihn. Da, weg ist er. Da
Das ist ganz praktisch. Wenn ich mal reinspringe, das ist immer eine gute Sache hier. So, zwei Lebensenergie haben wir noch. Also zwei Herzchen. Do it. Aber ich hoffe, ich würde mir so wünschen, dass die Herzen zurückkommen. Ich finde die so viel cooler als diese Lebensbalken bei Skywalker Saga, also was man im Trailer gesehen hat. Irgendwie die Herzen fühle ich einfach viel mehr. Das ist einfach so, ich weiß nicht, manche Dinge muss man einfach nicht ändern, wenn man neue Spiele macht. Ja, Anakin tötet ihn einfach. Einfach. So, ohne... Do it. Er zögert nicht. Nein, ohne do it. Einfach nur... ja, einfach nur. Eigentlich ist Anakin hier in dem Spiel viel böser, als er es im Film dann war. Weißt du, hier zögert er nicht mal. Also der Lego Anakin ist eigentlich, das wahre Böse ist eigentlich der Lego Anakin. Weißt du, im Film da so ein bisschen gezögert und so, aber hier, da sieht man das wahre Böse. Dann können wir noch ein paar wahre Stats einsammeln. So, weg ist er. Ich finde das Geräusch auch so schön, wenn die immer zerlegt werden, dieses Auseinanderbrechen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, diese Sounds sind einfach schön. Oh, hat er gut gemacht, Alain. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Dafür wird dem Len auch virtuell auf die Schulter geklopft. Ich kann auf mein Mikrofon klopfen. So, jetzt hast du virtuell den Schulterklopfer bekommen. Ist gut, oder? Du weißt, dass du Obi-Wan bist, oder? Ja, aber du bist gerade rübergesprungen. Ja, ich habe gerade gar nichts gemacht, ich bin stehen geblieben. Ja, ich dachte, bin ich rübergesprungen? Du bist unten gegen die Treppe gelaufen. Ja, weil du bist ja rübergesprungen, hat ja gepasst. Deswegen hast du den Schulterklopfer bekommen, von vorher noch. Der war noch aufgehoben, der Schulterklopfer. Hast einen Klopfer bekommen hier. Auch wenn du kein Kaninchen bist. Sondern eher ein etwas knatschig. Also dein Stuhl ist zumindest etwas knatschig. Knarz. Ja. Hier haben wir noch mehr zum Explodieren, auf jeden Fall. Boom, 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 boom. I want you in my Discord-Server. Let's spend the night together. Together in my chat room. So ging das doch, ne? From now until forever. Ah, genau die Szene meinte ich. Aber wir müssen es unbedingt schaffen, hier vorher wahrer zu werden, weil hier kann man so viel verlieren, ne? Folge den Stats und lauf auf keinen Fall in diese Löcher rein, ey. Diese Szene ist... Ah, ich hasse diese Szene. Ich hasse sie so sehr. Oh nein! Genau deswegen hasse ich diese Szene. Haben wir dadurch Münzen verloren? Ja, bestimmt. Man darf echt gar nicht in diese Löcher reingehen, ey. Ich weiß gar nicht, was du hast. Stats habe ich. Ganz viele Stats habe ich. Jawohl, wahrer Jedi hier. Boomshakalaka. Da sehe ich uns doch. Da sehe ich uns doch, um es mit den Worten von Whitey zu sagen. Nicht schon wieder fliegen. Wir haben so wenig. Oh, da hätte der. Das war Star Wars. Ich war klauen, was ihr sind. Am Ende. Ja, leider vorbei. War schön mit euch. Das wär interessant gewesen, wenn er hierbei gestorben wäre. Da wäre der Galaxis viel Leid erspart geblieben. Was wäre, wenn der Imperator hier bei der Rettungsmission draufgegangen wäre? Leider ist er mächtig genug, dass er da nie draufgegangen wäre. Ja, das ist richtig. Da hätte er sich vielleicht ein bisschen zu früh verraten, wäre es. Ja, da hätte Anakin und Obi-Wan gemeinsam gegen ihn kämpfen müssen. Also da hätte er ja Anakin auch noch auf seiner, also auf jeden Fall noch nicht auf seiner Seite gewesen hier an der Stelle. Das stimmt. Von daher wäre ja dann die Order 66, wenn er hier gestorben wäre, nie ausgeführt worden. Von daher wäre dann, also Star Wars, es wäre halt einfach beim Krieg gegen die Separatisten geblieben und den hätten sie gewonnen. Also von daher. Hä? Du gehst jetzt davon aus, dass Obi und Anakin den Imperator besiegen können? Nee, wenn der Imperator hier zufällig gestorben wäre, weil er nach oben geflogen wäre. So war das gemeint. Ach so, nee, ich meine, der wäre ja nie gestorben. Ach so, ja, dann nicht. Aber er ist gerade eben gestorben. Ja, gerade eben. Ups, das muss man auch noch kaputt machen. Hui, das ist dieses Instagram oder TikTok Geräusch ist das. Hui. Kennst du das? Du weißt, was ich meine? Nein. Letztes auch gar nicht, ey. Das hab ich beim letzten Mal auch gemacht, oder? Ich bin auch genau an derselben Stelle letztes Mal gestorben. Genau an derselben Stelle. Ah, wirklich. Hat man dir nicht beigebracht, dass Explosionen gefährlich sind? Na. Explosionen sind schön, die machen Spaß, da explodieren Dinge. So, wir sind schon bei Grievous, oder? Ja. Fast schon am Ende hier. Die Level sind echt kürzer hier am Anfang. Irgendwie in Episode 3 habe ich das Gefühl.
Ja, gut, das allererste war ja so ein Fluglevel, die sind ja eh mal etwas kürzer, diese Fahrzeuglevel. Mhm. Wir sind erst im zweiten Level, das darfst du nicht vergessen. Ne? Das ist richtig, es fühlt sich schon an wie das vierte. Und dann macht er Puff. Und dabei ist er noch nicht mal ein Reis. Weg ist er. Ja, weg ist er. Und die Magnawachen waren aber auch fies, weil die haben sogar ohne Kopf weitergekämpft. Die waren schon fiese Gegner. Die haben auch ordentlich was ausgehalten hier. Also ihr seht, die haben auch 4 Leben, so wie wir halt. Nee, 5 Leben haben die sogar. Die haben, wenn wir gegen uns kämpfen, haben sie, das ist wieder dieser typische Bosskampf-Klassiker. Gegner sind stärker, wenn man gegen sie kämpft, als wenn man sie selber hat. Schon ein bisschen unfair, das Ganze, würde ich sagen. Schon ein bisschen unfair. Boah, ich habe jetzt gerade einfach so einen random Bock auf Forspoken bekommen. Einfach random. Forspoken? Ja, das Spiel, das ich die ganze Zeit am Hypen bin. Ah, okay. Dann halt mal weiter. Hyper. Hype dir auf, Forspoken. Mensch kommt in eine andere Welt, kriegt ein magische Armband und kann zaubern. Wow. Ja. Also quasi wie Harry Potter, nur mit Armband. Nein. Hier sind einfach 2 Minikits direkt. Nicht? Okay. Cooler als. Ja, wenn sie schon Hogwarts Legacy nicht rausbringen, ne? dann muss wenigstens da gezaubert werden, meinst du? Okay, ja. Verstehe. Ich fühle den Pain. Hui! Anflug auf Coruscant. Flughafen. Flughafen. Die ganze Stadt ist quasi ein Flughafen, weil überall die fliegenden Fahrzeuge sind. Das meinst du mit Flughafen, oder? Sicher. Ganz sicher. Oh, Mace Windu. Den geht schon wieder nicht schnell genug hier. Ja. Hätten wir uns mal beeilt, gell? Immer so zu langsam unterwegs, ey. Schrecklich mit uns. So, Obi-Wan Kenobi Episode 3 ist hier auch mit dabei. Außerdem haben wir Anakin Skywalker als Jedi freigeschaltet. Spoiler. Spoiler. Ja. Außerdem sind wir natürlich auch wahre Jedi geworden. Einfach so mal hier die 100% geholt, als hätten wir nie was anderes gemacht hier. Also wieder. 100%. Ey, wir haben schon fast 1 Million Stats hier eingesammelt. Nice. Schauen wir, ob wir es noch bis zum Ende der Episode schaffen, die 1 Million Stats zu holen. Bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Minikit-mäßig waren wir jetzt eigentlich auch nicht so schlecht dabei, oder? Was wird das? Das wird der Klonenjäger, glaube ich, ist das da. Könnte das gewesen sein. Weiß nicht, 27 Gold haben wir sogar schon. Wow. Gar nicht mal so verkehrt. Da haben wir uns schon schlechter angestellt zu anderen Zeiten. In der Tat. kommt jetzt wieder der Laborchef Dr. Len. Vielen Dank, dass du dir das Video bis zum Schluss angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du in Zukunft kein Video mehr verpassen willst, dann solltest du auf jeden Fall unsere Kanäle abonnieren. Da oben geht es dann auch schon zum nächsten Video und auf der anderen Seite kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!